Hallo liebe Naturfreunde, ja, das heutige Video ist nichts für schwache Nerven, es geht nämlich in eine der gruseligsten Höhlen der Erde, also viel Spaß. Unser nächster Stopp auf Borneo führte uns zur Gomantong-Höhle. Ja, denn Borneo hat sehr viele verschiedene große Höhlen und eine davon wollten wir uns natürlich anschauen. Erstmal sind wir aber auf Schweinsaffen getroffen. Das sind schon recht große und imposante Affen, von denen sollte man sich so ein bisschen in Acht nehmen, ja, nicht zu nahe kommen. Haben wir auch nicht gemacht. Wir wollten ja eine Höhle besuchen und nicht uns mit Affen anlegen. Deswegen haben wir uns erstmal ordnungsgemäß auch im Headquarter angemeldet, sodass wir auch die Höhle offiziell besuchen dürfen. Ja, und diese Höhle ist auch wirklich was sehr, sehr Besonderes. Es ist nämlich wirklich eine der ekligsten Orte, die wir je gesehen haben. Denn diese Höhle wird nicht nur von Millionen von Schwalben bewohnt und Millionen von Fledermäusen, sondern vor allen Dingen auch Millionen von Kakerlaken. Ja, das heißt, es ist wirklich nicht die angenehmste und romantischste Umgebung, die man so antreffen kann, sondern es ist eigentlich schon ein recht ekliger Ort. Denn die Schwalben und die Kakerlaken, ja, die verrichten natürlich ihr Geschäft an der Decke der Höhle und lassen einfach ordentlich laufen. Und das heißt, der ganze Boden ist natürlich voll von Kot. Das finden die Kakerlaken wiederum recht interessant. Die ernähren sich nämlich da größtenteils von. Und ja, deswegen ist auch dementsprechend alles voll mit Kot und mit Kakerlaken. Das sieht noch recht wenig aus, aber sobald man mal die Wände ganz genau anschaut, da sieht man auch wirklich eine Vielzahl von Kakerlaken, Spinnenweben, das heißt Spinnen leben da natürlich auch und noch zahlreiche andere Insekten, die man so antreffen kann. Ja, ein wirklich recht ungemütlicher Ort, deswegen sollte man auch den Plankenweg da nicht verlassen, ansonsten versinkt man natürlich in den Bergen aus Kot von den Fledermäusen und Schwalben und vor allen Dingen kann es durchaus auch sein, dass man ganz schnell von den Kakerlaken belagert wird, denn alles, was von der Decke fällt oder irgendwie da reinfällt, das wird erstmal in Augenschein genommen von den Kakerlaken. Die freuen sich natürlich auch, wenn sie mal was anderes zu fressen kriegen. Und dementsprechend ist es so, wenn mal eine Fledermaus oder eine Schwalbe auf den Boden fällt, wird die binnen weniger Sekunden verspeist. Ja, außerdem leben da auch unsere persönlichen Albträume, nämlich diese Long-Leg Centipedes, also diese 100-Füßer. Die finden wir persönlich sehr gruselig. Liegt nicht nur daran, dass es giftige Tiere sind, sondern ja, diese ganzen Beine, die da so lang klettern, das ist schon recht eklig und ist für unsere Augen nicht ganz so nett anzusehen. Deswegen hatten wir tatsächlich im Dschungel, wenn wir wirklich frei im Dschungel geschlafen haben, manchmal wirklich richtig gruselige Albträume von den Tieren. Glücklicherweise sind die mehr in der Höhle anzutreffen als im Dschungel, aber wie gesagt, auch da haben wir die ab und zu mal gesehen. Ja, die Höhle ist an sich wirklich sehr schön und empfehlenswert, die zu besuchen, denn es ist sehr, sehr interessant, mal so einen großen Höhlenraum zu beobachten und vor allen Dingen zu sehen, wie dort oben die ganzen Fledermäuse und auch die Schwalben hin und her fliegen. Und vor allen Dingen, ja, ist es dann auch manchmal ganz gruselig, wenn man sowas hier entdeckt. Denn einige Fledermäuse sind einfach zu schwach, die versterben dann. Also diese sind hier noch am Leben, die bewegen sich noch ein wenig, die sind jetzt gerade sozusagen im Sterbemodus. Da versucht noch eine so ein bisschen abzuhauen, wird aber nicht lange überleben, weil dann irgendwann die ganzen Kakerlaken kommen und diese auffressen. Ja, aber auch die Kakerlaken müssen sich in Acht nehmen, denn die Fledermäuse sind ja hier für die Kakerlaken zwar schmackhaft, aber wir haben tatsächlich auch jemanden entdeckt, der die Kakerlaken frisst. Und zwar haben wir hier einen Huhn gesehen. Der pickt so richtig schön oder das Huhn pickt so richtig schön gerade die Kakerlaken auf. Ja, das heißt, jeder findet so seine Nische und schaut mal hier, es leben tatsächlich auch einige Menschen in der Höhle. Jetzt läuft es wahrscheinlich euch so eiskalt den Rücken runter, aber diese Leute wohnen nicht grundlos in der Höhle. Ja, die haben nicht grundlos diese kleine Hütte da reingebaut, sondern das sind sozusagen diese Schwalbennestsammler. Ja, also die pickern wirklich von der Höhe der Decke, also richtig weit oben, pickern die diese Nester ab, diese werden nach China exportiert, sodass eben die Menschen daraus eine Suppe kochen. Das ist natürlich sehr gruselig anzusehen, aber die Leute leben quasi in der Höhle, damit nicht irgendeiner ihnen zuvorkommt und als erstes das Nest klauen kann. Deswegen haben die da ihre kleinen Hütten gebaut und bleiben quasi Tag und Nacht in der Höhle drin, haben die Nester unter Beobachtung und teilen sich quasi das Bett mit den Centipedes und mit den Kakerlaken.
Ja, was würdest du denn sagen? Würdest du dich trauen, diese Höhle zu besuchen oder sogar darin zu übernachten? Schreib uns das mal in die Kommentare, wir sind da sehr gespannt. Also, wir können schon mal sagen, für uns wäre das Übernachten auf jeden Fall viel, viel zu gruselig. Thank you.